Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 Ultimer hier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge hatten wir Gras gemäht, das Feld gesät, die Wiese geschwadet, die Sämaschine wieder aufgefüllt, so halbwegs zumindest. Und ja, jetzt sind wir hier wohl dran mit dem Gras einsammeln und auch bald mit dem Ernten. Und in der nächsten Folge werden wir dann entweder ernten oder Forstwirtschaft machen. So, die Silimittel-Einspritzung ist aktiviert. Das ist schon mal ganz gut. So, kümmern wir uns aber einmal kurz vorher um die Sämaschine. Die ist nämlich nicht ganz voll geworden. Und wir haben jetzt kein Saatgut mehr hier. Aber bei uns auf dem Hof steht jetzt noch... Oder liegt noch ein bisschen Saatgut rum irgendwie. Und das können wir kurz mit der Schaufel mal einsammeln und dann ein bisschen davon hier reinfüllen noch. Ja, wir haben momentan alle Felder angesät, alle Felder gedüngt, alle Felder genügend gepflügt. Und können die dann auch bald ernten. Das eine Rapsfeld müsste eigentlich schon wieder fast reif sein. Das können wir auch nebenbei ernten, also bei der Forstarbeit. Weil Raps ist jetzt ja nicht so, dass es da irgendwie dann alle zwei Minuten, dass der alle zwei Minuten voll ist, der Drescher. Der hat zwar einen kleinen Tank, aber der, bei Raps ist es ja so, da kommt ja nur die Hälfte wieder raus. Von der Menge her. Man kriegt quasi halb so wenig wie bei Weizen oder sowas. So. Einmal ankoppeln, einmal abkoppeln. Bisschen zurückschieben vielleicht noch. So, und jetzt einmal hier. Möglichst alles mitnehmen an Saatgut. So, zack. Okay, 170 haben wir jetzt noch drin. Die lassen wir aber auch drin. Da können wir die Schaufel hier wieder hinstellen. Das können wir dann auch wieder schließen, da die Klappe. So. Das schieben wir nochmal ein bisschen mehr rein. So, und jetzt können wir hier nämlich schon die Sämaschine wieder reinstellen. Dann haben wir diesen Track auch schon wieder frei, um den Drescher zu entleeren dann eventuell. So, den stellen wir aber erstmal dann neben diesen hier. Näher neben den Anhänger. So. Die müssen wir erstmal nicht tanken. Irgendeiner der Trecker war schon relativ an der Tankgrenze. Der nicht. Der hier, genau. Die müssen wir bald mal tanken. So, und jetzt geht es darum, dass wir hier ein bisschen Gras einsammeln. Achso, wir dürfen ja nicht zu schnell fahren, stimmt. Machen wir mal einen Tempomaten rein. So, ja, hier mit diesem wundervollen Ladewagen macht es natürlich auch ein bisschen mehr Spaß. Hier muss man ein bisschen das Silimittel im Auge halten, die Abnutzung der Messer und die Auslastung. Und es ist doch ein bisschen spannender als bei so einem normalen Ladewagen. Ihr seht schon, mit dem Silimittel kommt da wirklich viel mehr Gras raus. Wir sind jetzt nämlich schon wieder bei 23%, wo wir jetzt eigentlich, glaube ich, erst ja, bei 16 oder so gewesen wären. Oder vielleicht sogar nur bei 10. Das weiß ich nicht genau, wie viel das jetzt ausmacht. Aber ich merke auf jeden Fall, dass es mehr ist. Kurz den Fotomodus an. Dann machen wir nochmal den Tempomaten rein. Dann machen wir mal ein Foto. Der hat jetzt ein Foto gemacht. Wow. Und das kam ja früh. So, und jetzt können wir hier gleich wieder anmachen. Hier auf dieser Geraden. Oder auch nicht. So. Gut, zu 43% sind wir voll bei der ersten Rundung hier schon.
Das ist doch eine erfreuliche Nachricht. So, einmal um die Kurve. Der ist aber auch laut, der Ladewagen, ne? Tja, dann können wir vielleicht sogar in dieser Folge schon mit dem Ernten anfangen. Ich will ja eigentlich Forst machen, aber wir kommen halt nicht dazu, ne? So. Prozent. Alles klar. Dann geben wir erstmal den Kühen was. Ja, warum wir das echt zu den Schafen fahren? Weil wir haben, das wäre ja eigentlich Vorbereitung. Aber wenn wir uns dann doch keine Schafe kaufen und da liegt das Gras drin, was wir eigentlich hätten für die Kühe gebrauchen können, das ist auch ärgerlich, finde ich. Es ist eine schwierige Entscheidung. So. Wir haben noch 36 Liter Siliermittel. Ein bisschen was steht noch beim Shop. Das heißt, da könnten wir noch, glaube ich, einmal nachfüllen. So, zu 99% sind wir voll. So, dann fahren wir einmal kurz zu den Kühen. Die brauchen nämlich langsam wieder Gras. Oh, liebe Kühe. Ihr macht ja so fleißig Milch. Da gebe ich euch auch mal ein bisschen Gras. So. Reicht jetzt für 6 Tage. Oh Gott, liebe Kuh. Das machen wir nicht nochmal. So, ich glaube, die Schweine brauchen kein Gras, ne? Das ist jetzt fast erntereif hier. So, die Schweine. Gerste, Stroh brauchen die. So, die haben alles außer Kraftfutter. Also die sollten hier richtig glücklich sein. Ja, da können wir noch mal ein bisschen was einsammeln. Und vielleicht kriegen wir den Ladewagen ja so voll, dass wir fertig sind mit Sammeln. Aber wir nichts nirgendwo hinkippen müssen. Das könnte sogar realistisch sein. So viel ist es ja nicht mehr. So. Machen wir das Ganze in den Tempomaten. Ja, ich glaube, das könnte echt was werden. Wie gesagt, so viel ist das jetzt ja nicht mehr. Das ist sogar schon die letzte Bahn hier. Okay, das hat doch gut geklappt. Sehr schön. Dann können wir den ja schon wieder zurückstellen. Dann können wir den Mähdrescher schon zum Feld fahren. Das wird ja nicht mehr lange dauern. Und dann können wir endlich mit Forst schon mal anfangen. Außer das Feld ist reif. Da müssen wir den Mähdrescher kurz noch ransetzen und den Anhänger dahin fahren. So, ja, die Kühe sind glücklich jetzt, glaube ich. Hoffe ich. Stellen wir kurz den Trecker hier rein. So, steigen wir hier kurz ein. Können schon den Anhänger ankoppeln. Wobei, ankuppeln, glaube ich, steht hier dann, ne?
Ankuppeln, ja. Ankuppeln und abkoppeln. Auch eine interessante Wortmischung. Wo fahre ich denn jetzt hier lang? Was mache ich denn hier? Uiuiui. Interessante Wegwahl, sag ich mal. So, den können wir mal an den Rand stellen. So. Motor aus. Ist das hier extra für Forstarbeiten so? Ne, ist auch nur Feldweg, okay. Mähdrescher. Na, das müsste reichen. Einmal starten. Natürlich darf die Rundumleuchte nicht fehlen. Jetzt versuchen wir mal heil rauszukommen. So. Gut. Dann setzen wir den schon wieder zurück. Auf das... Oder setzen wir den mal auf das nächste Feld. Zurück ja nicht. So. Und so. Gut. Einmal hier rum um die Ecke. Perfekt. Und dann setzen wir den als erstes auf das Rapsfeld, weil ich möchte jetzt langsam echt mal mit dem Forst anfangen. Und bei Raps, wie gesagt, da dauert es länger. Da steht er hier natürlich ein bisschen im Weg. Ich hatte gedacht, das reicht. Stellen wir es mal hier so an den Rand. Ach guck mal, hier ist beides Raps. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da haben wir jetzt viele Rapsfelder. Da können wir ja doch mit dem hier anfangen. So. Perfekt. Jetzt können wir endlich hiermit anfangen. Aber ich würde sagen, na jetzt schon... Na, wir können es ja vorbereiten ein bisschen, ne? Nächste Folge machen wir dann gleich, wenn wir hier alles vorbereitet haben. Bin ich echt mal gespannt, ob das geht und wie das geht und. So, ankuppeln. Häcksler aufklappen. Und... Ah, damit bin ich die Schaufel vorne. Okay, habe mich schon gefragt, was ich damit mache. Motor stoppen, Häcksler zuklappen, abkoppeln. Häcksler. Rohr ausfahren. Warum wird mir das hier nicht angezeigt, wie ich das Rohr ausfahre? Kann ich das Rohr auch noch so verschieben? Ja. Gut, perfekt. Machen wir das so. Ah, okay, der Trecker muss da dran sein. Na gut, dann fahren wir den Hänger schon mal unter. Ne, warte mal. Das ist ja kacke, so wie der steht hier. Den müssen wir nochmal kurz umstellen. Ja, weil wir schmeißen es ja von dieser einen Seite da rein. Das heißt, wir müssen das einmal noch drehen. Und zwar, dass er dann so steht. So, dann holen wir nochmal kurz den Anhänger. So. Den stellen wir dann da unter. Können wir auch nochmal wenden. So, den erkennt er jetzt sogar automatisch. Warte mal. Fahren wir nochmal ein Stück vor. So. Und die jetzt. Fahren wir nochmal da ran. Und machen das ganze Ding an.
So. Damit wäre der Häcksler an, der ist ziemlich laut, aber ich glaube, das geht. Und ja, wir fangen in der nächsten Folge an hier mit Feldhäckseln. Ich will mal kurz gucken hier, wie weit ist denn jetzt das Feld. Das ist immer noch nicht reif, dann haben wir erstmal ein bisschen Zeit. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen den LS17 Oldtimer. Bis zur nächsten Folge, euer Jan.